Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Der Josef hat uns ein paar Fragen geschickt. Soll ich anfangen? Ja, bitte. Okay. Kann ich immer sagen, ich schließe mich den Worten meines Vorredners an. Ich finde es eigentlich total cool, dass es sowas gibt, dass Leute sagen, ich habe einen Traum, ich habe Geld, ich versuche was zu reißen, technologisch, ich eröffne einen neuen Horizont, dabei kommt viel raus. Bei all den Sachen stört mich normalerweise, dass die Erwartungshaltung eine viel zu große ist und die Erwartung, die dabei geweckt wird, normalerweise nicht eintritt. Also sagen, ich glaube, dass der auch drei Teslas hochschießen wird und vielleicht auch mal ein Mensch. Ich bezweifle, dass wir in 20 Jahren Karten für eine Mondreise kaufen, so wie man heute Karten am Flughafen für einen Flug nach Miami kauft. Und das steht immer dahinter. Und mein Problem, das ich normalerweise habe mit sowas, sozusagen, wenn private Wirtschaft, Industrie in irgendwas reingeht und sagt, jetzt mach mal was, die Erwartungshaltung ist oft maßlos zu hoch. Ansonsten sozusagen, wir lernen was dabei, kommt was dabei raus. Es ist sicher besser, als nur sozusagen das Geld zu nehmen und zu schauen, wie es sich sozusagen vermehrt dabei. Aber es gibt diese beiden Dinge, die man gegeneinander abwägen muss. Also ich muss sagen, dass ich bei den Ankündigungen, die da gemacht werden, immer erschrecke und denke, mein Gott, erkundige dich doch erstmal, was alles notwendig ist. Wenn man jemanden zum Mond schießen will, muss man aus dem Schwerkraftfeld der Erde rauskommen. Dazu braucht man eine richtig gute Rakete, die gibt es zurzeit nicht auf der Welt. Die NASA versucht seit Jahren, die alten Saturn V Raketentriebwerke zu verbessern, um einfach wieder da oben hinzukommen. Und der Musk behauptet eben, komm, das machen wir eben mal so, bis hin zu der Idee, dann irgendjemanden zum Mars zu schicken, was wieder eine völlig andere Qualität ist. Ich würde mir wünschen, dass diejenigen, die einen ökonomischen Erfolg erzielt haben, nicht automatisch davon ausgehen, dass jeder der Gedanke, den sie haben, auch automatisch ein guter ist und automatisch der richtige ist. Ich stimme dir völlig zu, jemand, der über diese Ressourcen verfügt, da sowas zu machen, aber die Vorstellung, dass eine Welt, die wir als Wissenschaftler als immer komplexer aufnehmen und untersuchen, dass ausgerechnet die von Einzelpersonen mit ihren Visionen oder ihren Ideen dann verstanden werden kann, da bin ich doch sehr zurückhaltend. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir alle heutzutage nach solchen Lichtgestalten suchen, die uns ein bisschen wie in der Science-Fiction-Geschichte dann von oben herab die großen Erkenntnisse ausgießen und sagen, das wird jetzt so gemacht und dann ist es richtig. Ich glaube, dass in komplexen Zeiten man eher auch komplexe Verfahren braucht, um herauszufinden, was der richtige Weg ist. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Weg, den die Silicon Valley Boys, und da zähle ich Ihnen jetzt immer dazu, gehen, ob das der richtige ist. Also das führt zu dieser Erwartungshaltung, natürlich, die ich gemeint habe. Man wird sich wünschen, dass das in der Politik auch nicht immer so geschieht. Ja, genau. Aber das ist ja interessant, dass eben im Politischen viele, in Europa ja auch, obwohl die Welt immer komplexer wird, was wählt man? Starke Männer oder starke Figuren. Immer einfacher. Ja. Also wie soll das sein? Als kritischer Rationalist weiß ich, ich kann mich irren. Also setzen wir zwei uns zusammen. Du irrst dich wahrscheinlich genauso wie ich, aber wir zwei zusammen, wir sind schon besser. Also holen wir uns noch ein paar Leute an den Tisch und versuchen, das Problem gemeinsam zu lösen. Und der Irrtum als ein Verfahren innerhalb der Physik, wo man sich ja praktisch emporirrt, der ist ja so wichtig, der Zweifel. Also der Zweifel und der Irrtum, das wäre mir viel lieber, als wenn jemand gleich von vornherein genau weiß, wo es lang geht. So zack, bumm, das ist mir immer ein bisschen verdächtig. Pff. Ja, mach doch, ja. Also das ist ja eigentlich die Ausbreitung der niederen Triebe ins Weltall. Ja? Also nachdem wir dann unseren Planeten ausgenommen haben, bis auf die Knochen, um Rendite zu machen, werden wir uns in Zukunft dann irgendwie im Weltall rumtreiben, werden anfangen, Asteroiden auszubeuten. Und wenn wir die ausgeschält, ausgehöhlt haben, dann treiben wir uns auf irgendwelchen fremden Planeten rum. Zumindest ist ja das die Vorstellung, warum man überhaupt ins Weltall soll, wenn man nicht eine ziemlich gute Idee darüber hat, was man mit den Ergebnissen dann macht, außer ziehen Geld umzusetzen, ist schwer für mich. Also das Ökonomische, diese reine ökonomische Zielrichtung am Ende muss irgendwie mehr rauskommen an Geld, als ich reingesteckt habe, das scheint mir bei der Reise ins Weltall nicht der angebrachte Weg zu sein. Aber das ist jetzt auch so weit weg, dass ich auch sagen würde, mach mal, schauen wir mal. Macht einfach, ja. Viel Vergnügen, gute Nacht und viel Glück. Ja. Also, fang an, komm. Schwierig. Also, die Wissenschaft ist heutzutage geprägt von Spezialistenwissen, sehr viel Diversität, sehr viel Vernetzung untereinander.
Es wird extrem schwierig, das darzustellen. Mhm. Es wird verquickt mit Interessen, die Leute versuchen durchzusetzen und sich wissenschaftlicher Argumente bedienen. Ich sehe auch das Problem sozusagen, dass die Wissenschaft sich glaubwürdig verkauft. Was wir machen können, ist weiterhin versuchen, beste Wissenschaft zu machen, die so transparent wie möglich vorwärts zu bringen, durch YouTube-Kanäle zum Beispiel wie diesen hier. Genau. Und dadurch eine Glaubwürdigkeit zu haben, sagen, die nicht darauf beruht, dass ich so viel Wissen runterrassel, dass keiner es mehr versteht und dann sagt, er ist aber klug, der wird schon recht haben, sondern dass man es transparent darlegt. Aber die Gefahr ist nicht nur, dass man es nicht vermittelt kriegt, sondern die Gefahr ist auch, dass die Leute versuchen, einen vor den Kahn zu spannen, sich Argumente zunutze zu machen, wo man nicht überblicken kann, dass das jetzt eigentlich falsch benutzt wird. Und da ist eine große Gefahr zurzeit. Also ich will das mal ein bisschen härter formulieren. Das ist mir ein bisschen zu salomonisch. Nach meinem Dafürhalten sollte man erstmal klipp und klar machen, wer hier eigentlich Koch ist und wer Kellner. Wenn irgendjemand daherkommt und irgendeine Meinung hat, aber keine Ahnung, dann sollte man das auch mal klipp und klar ansprechen. Es gibt ja jede Menge Figuren auf der Welt, die irgendwas in die Welt setzen, die aber im Grunde genommen nichts anderes tun, als ihrer inneren Welt so einen Ausdruck zu verleihen, das könne ja gar nicht sein und das dürfe ja gar nicht etc. Wir haben ja in den Naturwissenschaften durchaus ein Ethos. Eins davon, ein wichtiger Anteil unseres Ethos ist das Experiment. Das ist die schärfste Klinge, die man überhaupt haben kann. Also nicht irgendwelche Interpretationen, hermeneutische Auslegungen oder sowas, sondern du machst eine Behauptung, diese Behauptung macht eine Vorhersage, wir testen diese Vorhersage im Experiment. Da gibt es die ganz einfachen Experimente, da gibt es die ganz komplizierten Experimente, aber das Experiment ist ein Geschenk, das wir uns selbst gemacht haben, dass wir nämlich aufhören, von kulturellen Hintergründen abhängig zu werden, sondern in den empirischen Wissenschaften kann alles, was gemessen werden, sollte auch gemessen werden. Und gerade da, wo die Fake News uns in den empirischen Wissenschaften treffen, ich glaube, da müssen wir fürchterlich hart zurückschlagen. Klar, deutlich und so, dass die Leute ganz genau wissen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nehmen ihre Sache sehr ernst. Das ist keine Angelegenheit, wo es in Anführungsstrichen nur um Geld geht oder so, sondern hier geht es um was. Hier geht es ja auch darum, dass das ein jahrhundertealtes Unternehmen ist, in dem viele, viele Menschen einen ganz erheblichen Teil ihrer Lebenskraft reingesteckt haben, um was rauszufinden, was auf den ersten Blick ja überhaupt nicht genutzt werden könnte oder sowas, aber sich dann im weiteren Verlauf als hochwichtig herausgestellt hat. Und wenn ich dann sehe, dass es dann irgendwelche Figuren gibt, die das aus, also teilweise wirklich niederen Trieben heraus bestreiten, dann muss ich mal sagen, weißt du was, mein Freund, und zu dir kann ich das ja sagen, wenn du mit mir Marathon laufen willst und dir gehen nach 400 Meter schon die Puste aus, dann ist das nicht meine Schuld. Wissenschaft ist ein so langes Unternehmen, da brauchst du eine ganz, ganz, ganz gute Kondition, um da dran zu bleiben. Ja, da kann man nicht nach kurzem schon sagen, ja, dann stimmt jetzt alles nicht, was Sie da sagen, sondern da muss man dranbleiben. Und ich glaube, dass vielen Leuten es sehr schwer fällt, wissenschaftliche Inhalte so zu durchdringen, dass sie dann auch tatsächlich mal sagen, ja, ich erkenne Ihre Kompetenz als Wissenschaftler an. Und wir sind da ein bisschen, meiner Ansicht nach, sind wir ein bisschen zu wenig offensiv, ja, mit dem, was wir gemacht haben bis heute. Denn wir sind ja schon gut. Also das ist schon richtig gut. Das unterschreibe ich alles. Aber ich sehe das Problem, sozusagen diesen langen Atem, den du jetzt gerade ansprichst und diese sozusagen die Tradition, das darzustellen in einer Gesellschaft, wo jeder überall alles behaupten kann. Und wem glaube ich denn? Klicke ich jetzt den Harald Lesch an oder klicke ich lieber jemand anderes an im Internet, der mir was verspricht und was erzählt und der behauptet, dass er das Experiment gemacht hat? Ja. Und die anderen können das ja alle gar nicht. Naja, aber ich glaube, da gibt es schon ein Merkmal. Also in dem Moment, wo man klar unterscheiden kann zwischen ökonomischem Interesse und nicht ökonomischem Interesse. Man kann es ja so banal sagen, zwischen privat und öffentlich-rechtlich, um es mal auf den zugespitzt zu sagen. In dem Moment muss ich tatsächlich mich immer fragen, meine Güte, was für ein Interesse haben denn die einen, ihre Nachrichtensendung zum Beispiel zu verteilen, und was für ein Interesse haben denn die anderen? So. Und ich finde, dass das eine wichtige Vertrauensfrage ist. Wenn ich als Steuerzahler bestimmte Institutionen, zum Beispiel ein Max-Planck-Institut, mitfinanziere, dann gehe ich davon aus, dass die Leute, über die entsprechenden institutionellen Hürden, die da sind, dass die Leute, die dort arbeiten, das einfach richtig gut machen, wie sie es können.
Wenn ich ein privates Unternehmen habe, dann habe ich überhaupt keine Ahnung, was dahinter steckt, wenn die mir ein ähnliches Produkt abliefern wie zum Beispiel eine öffentlich-rechtliche Institution. Also für mich persönlich spielt das eine extrem wichtige Rolle, dass ich, wenn ich das mal so sagen darf, dem Deutschlandfunk einfach eher vertraue als öffentlich-rechtliche Radioeinrichtung und Radioanstalt als irgendeinem privaten Radiosender zum Beispiel. Und das Gleiche gilt auch bei mir, wenn für Quellen wie die ARD, wie das ZDF im Vergleich zu anderen Anbietern. Also da muss ich schon sagen, da gehe ich implizit davon aus, dass das, was der Steuerzahler selbst finanziert, auch die Quelle sein sollte, die er am ehesten benutzt. Aber macht es die Mehrheit der Steuerzahler? Ja, weiß ich nicht, aber sie bezahlen es ja. Also es wäre eigentlich ein Aufruf dafür, da sie ja ohnehin schon dafür auch Finanzmittel bereitstellen, dann nutzen sie die doch auch. Ich meine, wenn ich mir überlege, wie viele Landesämter zum Beispiel es in Deutschland gibt, wo man sich über fast jeden Tatbestand, statistische Bundes- und Landesämter, wo man sich über Sachen informieren kann, das ist der Wahnsinn, ja, was da für Untersuchungen da sind. Aber wer fragt denn da mal nach? Dabei sitzen da Männer und Frauen, die auf einem unglaublich hohen Niveau Daten über das gesamte Land, über die gesamte Bevölkerung seit vielen Jahrzehnten aufnehmen. Aber dann kommt irgendjemand in irgendeiner Journalie daher, er behauptet irgendwas und das könnte man, zack, könnte man es widerlegen. Aber man tut es nicht. Aus irgendwelchen Gründen tun es die Leute nicht. Und also Fake News und so weiter hat natürlich auch was damit zu tun, dass eben die Hysterie bei uns so angestiegen ist. Diese kleinen digitalen Diktatoren, die hatten ja früher nur Männer und Frauen in Krankenhäusern ihren Gürtel schnallen und die wurden nur dann angepiepst, wenn es um Leben und Tod ging. Heutzutage hat jeder von uns so ein Ding. Die Hysterieschwelle ist beliebig hoch. Also insofern muss man natürlich auch sehen, dass man an das Publikum überhaupt noch rankommt, das bereit ist, sich auch umstimmen zu lassen. Das ist halt der Punkt. Man muss auch damit umgehen in irgendeiner Form. Sozusagen selbst wenn man es nicht gut findet, die Entwicklung, man muss halt damit umgehen. Und die sozusagen einige der hehren Konzepte, die du jetzt gerade gesagt hast, sehe ich zwar genauso, aber ist mir nicht klar, dass man das an eine Generation ranbringt, die sozusagen die Auswahl ganz breit hat und gar nicht mehr weiß, was öffentlich-rechtlich oder privat steht oder... Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Aber nichtsdestotrotz an den, also zum Beispiel so eine Einrichtung wie dem Experiment, wenn du mit mir diskutieren willst über ein empirisches Phänomen, dann reden wir über empirische Hypothesen, müssen an der Erfahrung scheitern können. Klar. Was anderes gibt's nicht. Deine Behauptungen, deine Hoffnungen, Visionen, Träume oder was weiß ich, kannst du alle in die Tonne treten. Hier zählt nur die Messung. Ja? Und das immer wieder klar zu machen bei solchen Fragen nach der Kosmologie, aber auch zum Klimawandel, Energiewende und so weiter, dass man nicht irgendeinen Schwachsinn behauptet, sondern wenn du mit uns ernsthaft reden willst, lieber Bürger, liebe Bürgerin, dann halte dich bitte auch an die Regeln hier. So wie man im Straßenverkehr in Deutschland auf der einen Seite fährt und nicht auf der anderen, gibt es auch bei einer Auseinandersetzung mit Wissenschaftlern gewisse Regeln, die man einhalten sollte. Das ist ein bisschen ermüdend am Anfang, aber Sie werden sehen, es lohnt sich. Sind wir allein im Universum? Das will ich wissen. Gibt es noch irgendwo Leben auf einem anderen Planeten? Das würde mich am meisten interessieren. Davon gehe ich aus. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob wir es je erfahren werden, aber sozusagen davon würde ich ausgehen. Mhm. Ich würde gern verstehen, wie man nichtlineare Systeme beschreibt und versteht in einem Umfeld, wo wir mit unseren jetzigen Methoden gar nicht hinkommen. Ob das jetzt Turbulenz ist oder ob das in der Natur ist, irgendwelche Algorithmen, diese Dinge sozusagen, wo die Gleichungen, die wir haben, wenn man anfängt, die sozusagen zu lösen und aufzuintegrieren, für beliebig kleine Änderungen in den Anfangsbedingungen beliebig weit voneinander weglaufen können. Ist es das, dass wir das nicht vorhersagen können oder haben wir nicht die richtige Sprache, um das zu verstehen? Ja. Da wäre ich auch gespannt drauf. Das würde ich mir auch anhören. Die Antwort würde ich mir auch anhören. Sehr gut. Vielleicht geben uns die Außerirdischen die Antwort, wenn du sie gefunden hast. Ja, da gibt es ja so eine irre Bewegung inzwischen. Es gibt eine Reihe biologischer Tests an Mäusen. Und zwar sind die unter eine ganz schwache Dosis von kosmischer Strahlung gesetzt worden. Und die erleben dann nach einigen Monaten eine ziemliche Veränderung ihres Verhaltens, weil nämlich ihr Gehirn Plaque produziert, so praktisch Alzheimer-artig. So dass wir also befürchten müssen, falls Außerirdische mal hierher kommen und die also auch die ganzen Monate und Jahre unter dem Einfluss von kosmischer Strahlung gestanden haben, dass die vielleicht am Anfang noch unglaublich clever gewesen sind und die genau gewusst haben, wie alles funktioniert, aber am Ende haben sie nicht mehr gewusst,
was denn der rote Knopf und der blaue und der gelbe da ist. Und das lässt übrigens auch verstehen, weshalb Roswell 1947, Achtung, Achtung, Fake News, weshalb in Roswell dann so eine Scheibe da in den Boden reingerammt ist. Wenn du dir das überlegst, die sind Billiarden und Aberbilliarden von Kilometern durch die Milchstraße geflogen. Wahnsinnstechnik. Und dann kriegen die so ein Ding nicht in der Wüste gelandet. Früher habe ich immer gesagt, wir kriegen hier nur die Außerirdischen, die ein L hinten drauf haben für Lerner. Nein, wir kriegen die Außerirdischen, die wir verdienen, nämlich die Doofen. Die hämmern das dann eben in den Sand und dann glaube ich nicht, dass wir... Also ich bin immer noch der Meinung, dass wir die Geheimrezepte bei uns selber finden werden. Eher bei uns selber. Aber das würde uns die Fee vielleicht auch so. Würde sagen, oh, das ist aber schade, ihr habt die ganz falsche Frage gestellt. Ja. Zurück auf los. Genau, ja. Sag du. Also da weiß ich jetzt keine schnelle Antwort, du. Tja, ist die Frage, wie das gemeint ist. Ehrlich gesagt haben wir meiner Meinung nach schon drüber geredet. Eine der großen Herausforderungen ist, wie die Wissenschaft Glaubwürdigkeit behalten oder wiedergewinnen kann. Sicher? In genau. dem Maße, dass ja. er in gesellschaftlichem Dialog ernst genommen wird und nicht benutzt wird. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Herausforderung im Sinne, dass wir erforschen was Neues, sondern eine Herausforderung, wie sich die Wissenschaft darstellt und wie die Wissenschaft sozusagen als Teil in der Gesellschaft agiert. Ja. Das halte ich für ein ganz großes Ding. Ja, da hast Ding. Du recht, ohne Zweifel. Also eine Sache in der Astrophysik ist natürlich dieses blöde Phänomen mit dieser dunklen Energie, wie sie da genannt wird, und dem völligen Unverständnis, was das eigentlich ist. Also wenn das was mit Quantenfeldtheorien zu tun hat, dann liegen wir 120 Größenordnungen über dem Wert, den wir beobachten. Also da scheint ja ein Riesenfass noch aufgemacht zu sein. Jetzt eine Galaxie, die offensichtlich ohne auskommt. Das ist dunkle Materie, aber das gibt in anderen... Aber erstmal macht eine Schwalbe noch keinen Sommer. Und derjenige, der es veröffentlicht hat, der hat mir jetzt unlängst eine E-Mail geschrieben. Er sagt, wir behaupten gar nicht, dass die dunkle Materie damit obsolet wird. Das ist gar nicht so, sondern es sind diejenigen, die das interpretiert haben. Die haben dann gleich im Internet vertrieben, ja, jetzt ist die dunkle Materie hinüber. Dem ist gar nicht der Fall. Also man kann das so sehr wohl mit dunkler Materie Halos auch noch erklären. Man muss halt wie bei vielen Theorien Modifikationen anbringen. Mhm. Aber ich finde es zum Beispiel auch eine Herausforderung, dass am Large Hadron Collider eben keine Teilchenfamilien erscheinen, wo man gehofft hatte, die Supersymmetrie würde doch jetzt mal erscheinen und damit natürlich unter anderem eben auch die dunkle Materie erklären. Das wäre doch auch mal sowas. Und wissenschaftlich bin ich tatsächlich auch genau der Meinung wie der Hartmut, nämlich, dass du, also wie du, dass man nämlich diese Kommunikation von wissenschaftlichen Ergebnissen so in die Gesellschaft zu bringen, dass Gesellschaft auch noch in Zukunft bereit ist, ganz enorme Mittel bereitzustellen. Und dann kann sie erstens mal auch verlangen, dass da natürlich auch was zurückkommt. Aber zum anderen, dass man auch mal anschaut, wie sich wissenschaftliche Ergebnisse in unserem Weltbild niederschlagen. Nicht nur in unser Bild von der Natur, sondern hat es Konsequenzen für unsere Handlungsebene. Gerade was du vorhin gesagt hast, nämlich etwas zu hinterlassen, was den nächsten Generationen bitte keine Last auferlegt, sondern vielleicht... Heidegger hat mal gesagt, wir sind Gäste des Lebens und gute Gäste hinterlassen eigentlich den Raum, den sie bewohnt haben, sauberer, als sie ihn vorgefunden haben. Und da hätten wir durchaus auch wissenschaftlich noch einiges zu tun. Ne? Und das wäre es jetzt gewesen. Gute Nacht und viel Glück.